Was haben wir als nächstes? Die wichtigsten Elemente nochmal erklären. So, da ist es also wie folgt. Lidmagnet. So. Das sieht aus wie so eine Zeichnung von einem Schulkind, ne? Hammer. So, nee, muss ich woanders hin machen. Also. Nee, Quatsch, muss wieder zurück. Hier, du hast deine Landingpage. Man sieht total vorbereitet. Du hast deine Landingpage hier. Und dein Leadmagnet ist das, was ja da drin ist. Ja, was du anbietest. Heißt, da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst als Leadmagneten, ich erkläre es vielleicht noch ein bisschen besser, um den Namen und die E-Mail-Adresse eines Interessenten zu bekommen, musst du dieser Person auch etwas anbieten, das sie interessiert. Und zwar, und das so viel wert ist für diese Person, dass sie auch dazu bereit ist, den Namen und ihre E-Mail-Adresse einzutragen. So viel zum Leadmagneten. Wie kann solch ein Leadmagnet aussehen? Das kann sein viele, viele verschiedene Dinge. Das kann zum Beispiel sein ein kostenloses E-Book. Ja, das kann sein, auf jeden Fall Betonung, ja, Überschrift, dickfett, ist auf jeden Fall, dass diese ganzen Dinge kostenlos sind. Ja, kostenlos. Also E-Book, ja, als Beispiel. Dann kannst du zum Beispiel anbieten eine 3- oder meinetwegen auch 4-teilige Videoserie zu einem bestimmten Themengebiet. Ja, in dem Fall waren wir hier ja bei Yoga. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, die 3-4 besten Yoga-Übungen oder die 3-4 Yoga-Basics mal als Beispiel. Und solch eine Videoserie eignet sich eigentlich auch mega, mega gut dazu, auch gleich im Anschluss dann ein Produkt zu bewerben. So, sagen wir mal, du hast keinen Bock auf E-Book oder auf eine 3- bis 4-teilige Videoserie. Dann, was du machen kannst, ist natürlich auch zum Beispiel einen Report zu erstellen. Ja, heißt, wenn du vielleicht eher eine technische Nische irgendwie in Angriff genommen hast, ja, dann kannst du einen Report oder natürlich auch zum Beispiel eine Art Checkliste erstellen. Ist dann mehr oder weniger auch wieder passend zum E-Book, weil das ist irgendwie schon so ein kleines E-Book mehr oder weniger, nur halt mit deutlich weniger Seiten. Bei dem E-Book sind es dann schon ein bisschen mehr. So, und der letzte Punkt, das sieht so aus, Free Shipping, also nicht Free Shipping, sondern Free Plus Shipping. So wird das Ganze genannt, das ist ein Modell. Ja, Free Plus Shipping Modell heißt, sagen wir mal als Beispiel, du hast ein Buch. So, das Buch bietest du dann an, hier auf deiner Landingpage. Der Interessent interessiert sich für Yoga, geiler Satz, findet dein Content, findet deine Landingpage und du bietest ein Buch, zum Beispiel ein Buch über Yoga an. Buch kostenlos, der Interessent muss halt nur für den Versand zahlen. Und der klare Vorteil liegt hier einfach darin, dass du zum einen natürlich mehr bekommst als nur den Namen und die E-Mail-Adresse der Person. Ja, du bekommst ja sogar also die Adresse und vielleicht sogar eine Handynummer oder Telefonnummer, womit man auch das ein oder andere Schöne mit anstellen kann. Und das sind so erstmal die gängigsten Modelle, die mir jetzt gerade einfallen. Ich könnte schwören, ich habe 2 Stück vergessen, aber da werden wahrscheinlich in Zukunft dann auch wieder irgendwelche anderen Dinge wieder dem einen oder anderen einfallen, was man so machen könnte. Und was das E-Book angeht, dazu habe ich schon mal ein Video erstellt. Verlinke ich dir unten auch in der Beschreibung, wie man innerhalb von 24 Stunden, solch ein E-Book erstellen kann, um es dann als Leadmagneten zu benutzen. So, dann wie gesagt, also du brauchst Leadmagneten, du brauchst die Landingpage, du brauchst das E-Mail-Programm. Und dann mache ich mal kurz folgendes Fenster auf. Und zwar hast du hier zum Beispiel die Auswahl zwischen Mailchimp, GetResponse, ClickTips und noch irgendeiner E-Mail-Software, die mir jetzt immer nicht einfallen will. Und wahrscheinlich auch vielen, vielen zahlreichen anderen. Und zum Beispiel ein Builderall oder Builderall ist, glaube ich, auch eine E-Mail-Software mit drin. Aber ich zeige dir mal kurz einfach die 2 gängigsten hier. Sprich, Mailchimp ist kostenlos. Ich glaube, die ersten 1000 Kontakte in deiner E-Mail-Liste, da musst du nichts für zahlen. Das ist schon mal eine gute Sache. Kleiner oder irgendwie dann doch schon ziemlich großer Nachteil, wie ich finde,
besteht einfach darin, dass du kein E-Mail-Marketing, dass du kein Affiliate-Marketing betreiben darfst. Heißt, in den Richtlinien hier irgendwo ist es auch mit drin. Keine Ahnung, wo genau. Auf jeden Fall steht da drin, man darf E-Mail-Marketing nicht betreiben. Oh Mann, Affiliate-Marketing nicht betreiben. Und ja, du wirst gesperrt, so wie ich gesperrt wurde. Shit happens. Deswegen empfehle ich dir wirklich, auch wenn du Anfänger bist, mit GetResponse zu starten. Zum einen ist hier der Account, wo man anfängt, die ersten 30 Tage auch kostenlos. So habe ich auch angefangen. Und du hast es viel einfacher, viel einfacher, einen Workflow zu erstellen. Und von der Preis-Leistung her, auf die Preise gehe ich gleich nochmal ein, aber von der Preis-Leistung her ist eigentlich auch unschlagbar. Also ich habe mich da nie irgendwie abgezockt gefühlt oder ähnliches. Und du darfst auch Affiliate-Marketing betreiben. Ja? So, mit dem ersten Teil sind wir auch schon fast durch. Eine wichtig, mega wichtige Sache habe ich vergessen, dir zu erwähnen oder dir zu zeigen nochmal. Und zwar wollte ich dir Folgendes zeigen.